Nein! Bin drin! Ja. Der Munikisten müssen wir legen, Yo Leute, wir sind wieder am Start und wir sind hier live von der Farbe mit dem Warzone Live Event. Wir schauen uns jetzt gemeinsam das neue Warzone Live Event an zum neuen Call of Duty Vanguard. Und ich bin sehr gespannt, was passieren wird. Ich schnack jetzt auch nicht mehr lang. Schaut auf jeden Fall sehr gerne auch bei den Jungs vorbei, beziehungsweise lasst auf dem Kanal hier gerne ein Abo da, falls ihr mehr Call of Duty sehen wollt. Auch in Zukunft wieder Multiplayer-Videos vielleicht in Vanguard. Hätte ich auf jeden Fall sehr Bock und bin sehr gespannt, was wir hier sehen werden. Und ich hoffe einfach, dass wir auch einen geilen Multiplayer bekommen, aber das werden wir vielleicht heute noch gar nicht sehen. Aber wer weiß, was passieren wird. Wir springen jetzt rein. Ganz viel Spaß. Let's go. Jetzt droppe ich mal die Bombe. Ich durfte schon vorher Sachen erfahren. Ja, dann sag mal, was erfahren wir denn? Pass auf, insgeheim werde ich euch jetzt erzählen, es kommt ein Anti-Cheat zu Warzone. Tatsächlich. Ja, ist ein geiles Event. Oh, wir haben was. Auf. Globale Bedrohung, Schwachstellen und Zerstören. Wir spielen gegen die Todesmaschine aus der Vergangenheit, zerstören die Geschütze, damit die gepanzerten Zugwaggons verwundbar werden und arbeiten sie mit ihrem Trupp zusammen, um den Zug möglichst schnell Schaden zuzufügen. Oh mein Gott, was geht denn hier? Ist das so orange? Ui! Warum seid ihr alle so blau, Jungs? Ach, ihr seid so blau umrandet. Alter! Aber man kann niemanden töten! Ey, das haben sie gut gemacht, man kann sich gegenseitig nicht holen. Ja, letztes Mal habe ich einen Finisher kassiert beim Event, als die Newcomer kam. Oh, einer. Ein oder, ja, wir haben's. Jawohl, jetzt geht's los. Ich bin super, super hyped. Live Event. Hey Jungs, die Musik geht los. Okay. Oh, ja, endlich mal. Ja. Oh, hab ich Bock. Ey, wir kriegen übrigens, jeder, der das macht, wenn ihr das Live-Event jetzt noch schnell macht, Leute, man bekommt so Skins und so. Max, wo geht's lang? Military. Ist alles so neu. Hey, auch Military ist raus. Das ist immer so, ne? Was? Military? Wo ist Tobias? Ich sehe Tobias nicht. Tobias! Hier bin ich, warte. Da bin ich. Wo landen wir? Spaß, Leute. Ja, ja, wir sehen uns jetzt, was wir machen müssen. Aber super auch so ein Scheiß. Ich kann das mal nicht holen, Alter. Wollen wir Airport auf Klassisch? Gepanzerten Zug zerstören. Wir müssen einen gepanzerten Zug zerstören, ja. Was stand da neu? Ich hab's nicht gelesen. Drauf? Haben wir unser Logo da oder eigentlich? Oder müssen wir ihn nur Hinterhalt vorbereiten. Wir müssen jetzt einfach den Zug ballern. Ja, komm, ja, mal den Zug. Raus. Das sind doch Pfeile für Dummies. Ich hab keinen Logo. Wir haben AK und RPG. Pass auf. Links steht, ich hab die Fahrer sogar. Platzieren Sie das TNT an der markierten Position. Gehen alle dahin. Fast einen Bauchklatscher gemacht, let's go. Ich hol mir einen Truck. Oh. Wo? Ich geh TNT platzieren. Oh, wie geil ist das? Die ganze Lobby platziert jetzt hier jetzt C4. Oh ja, hier ist Autos. Oh, guck mal, ich war noch down. Wäre das jetzt losgegangen, Max. Alter. Hä? Komm mal. Wir gucken uns das aus der Luft an. Ja, okay, komm mal her. Komm her. Ja, geil. Unser Main fliegt Auto. Ja, aber lass doch schon dahin, oder? Ey, in 13 Sekunden geht's los. Ja, dann kommt der Zug. Also, pass auf. Die alle auf den Truck hier. Ich sehe nur blaue Punkte. Oh. Hä? Film? Oh. Finde ich tatsächlich cooler, als wäre das jetzt irgendwie so im Spiel passiert. Kommt der denn jetzt hier eigentlich? Na, von da. Oh, der kommt mal richtig fix. Und war schon immer Schmutz. Er ist aber ein ganz anderer Zug, Jungs. Der ist aber auch übel schnell. Das macht ja gar keinen Sinn. Der ist auch dick gepanzert und hat ein Rohr vorne. Ja, das ist ein Zug aus dem Zweiten Weltkrieg, sag ich mal. Jetzt verstehe ich's. Oh. Jungs, Alan, ja? Und die Hinis auch schon. Was soll man jetzt machen? Ja, der kommt Wir müssen jetzt den Zug wahrscheinlich aufhalten, ne? Der kommt schon mit Ach und Krach hier. Der kommt. Alter. Ja. Aber lass ihn nicht umfahren davon. Jungs, ich glaube, das wird ganz schön krachen. Jungs, ballern! Ach, das sind echte Panzer! Schnell! Alter, Flug! HPP bekommen! Was passiert Akku, jetzt hier? Sammel mich ein! Wo bist komm du? Wieder! Hier auf der Brücke! Alter, mit der Musik und so ist schon krass gemacht! Komm rein! Warte! Komm, ich bin drin! Der macht gleich Bumm, ich schwör's dir! Ja! Wir müssen aber auf die Panzerköpfe! Die Geschütze müssen wir zerstören! Ich hab eine kaputt! Danke, Akku! Ich hab einen Hit! Ist die ich hab Hitscan? Noch einen kaputt! Wir müssen Übersteuerung? Ah! Ich hol dich! Ey, der holt mich gleich! Max! Nein! Bin drin! Ja! Der Munikisten müssen wir legen! Oh, der Taucher ist weg! Man kann auch mit Waffe! Hab eine kaputt! Das kann doch wieder nur mir passieren! Nee, doch nicht! Mach nur Punkte! Okay, ganz entspannt! Schießen. Kaputt! Ey, wie krass ist das gemacht! Also, ich find's wirklich cool eigentlich! Au! Au, der macht Aua! Bums. Geht das jetzt mal kaputt hier? Ich hab einen zerstört.
der geht nicht kaputt hier. Oh, ich hab auch einen. Das ist auch viel zu laut einfach. Ich höre euch gar nicht. Was? Ich hab noch eine. Warum passiert hier nichts? Ich hab eine Kiste, Jungs. Noch eine. Ach, guck mal, mit drauf aimen ist, glaube ich, besser. Einsteigen! Ich muss zur Munikiste erst noch. Ja, Jungs, das ist ja schon ein bisschen... Wir fahren nur fast vorne, ne? Indianer. Zwei vorne. Das ist ein dickes Event. Ich mach kurz Thumbnail. Für ein RPG. Boah, Thumbnail. Was? Können wir die jetzt mal putt machen? Vorne also irgendwie finde ich das schwierig. Ich fahre noch einen zerstört. Ich habe noch einen zerstört. Zug gestoppt. Damage machen, Jungs. Ich mach kurz Thumbnail mit dem Zug. Ich fahr vorne ran dafür. Ich geh mal auf den Zug. Ah, geht nicht. Ich mach Thumbnail. Ich mach Thumbnail. Jungs, fährt weiter. Warum fährt denn der jetzt wieder? Es streut. Alle Geschütze zerstören. Welche müssen wir machen? Die geht auch von mir. Vehicle disabled. Nein. Vehicle. Oh, ich glaube, der schießt gleich auf mich. Ich komm im Auto, Jungs. Oh, das hintere Ding hier ist schon kaputt, hey. Kaputt gleich. Ja, aber da kann man auf jeden Fall mal nichts mehr machen. Das hintere Ding auf den hinteren Waggon, der ist ganz... Der ist ja übel am Muss man den Waggon eigentlich auch kaputt machen? Geschütz zerstört! Endlich! Babam. Das ist geil. Es ist so laut, weil alle nur RPG schießen. Sticker freigeschaltet. Ich hab noch zwei Sticker, ja. Cool. Ich wurde gestunt. Ich auch. Also hinterer Zug ist schon kaputt. Train fires explosive rounds jetzt now. Oh no. Pass auf, Jungs, ey. Aufpassen, ne? Dass wir nicht sterben hier. Meine Munikiste fährt weg. Meine Munikiste. Ja, die habe ich in den Augen. Our mate is died. Ja, so cooles Live-Event, Jungs. Ich renne mal dem Zug hinterher. Akku, kannst du mich einsammeln? Ja, sofort, ich muss noch hier. Aber hier sind noch ordentlich Autos, die kann man mitnehmen. Also, was ich jetzt schon mal sagen kann, macht Spaß. Ich bin hier in einem. Warte, Max! Das ist nicht Max. Ah, ja. Was denn? Nee, ich bin bei euch. Ey! Was macht Hallo! Das? Hui! Weiß ich nicht. Ich muss da jetzt mal näher ran, hier alles brennt. Hey, Max, kannst du einsammeln? Ich hab jetzt mal ganz vorne. Jetzt der vorletzte Waggon. Rauf da. Da kommt irgendwas so automäßig. Nee, hin. Au! Was ist los? Der Vier dran! Der macht so laute Geräusche, das ist mir ungeheuerlich. Im Waggon jetzt. Ja, ist wieder einer kaputt. Nee, der hintere Waggon. Der kaputt. Kann nicht mehr lange. Ist der hält nicht mehr lange durch, Jungs. Ach, ich mach jetzt einfach mal den Sound aus, so ist viel entspannter. Ja, also was ich sagen kann. Hab mich gerade, ich mach geht mir zu lang. Ja, mach C4. Mach! Oh, kann man jetzt C4 aufs Auto und dann? Der schießt doch auf uns. Oh mein Gott. Ja? Das war IQ-Move. Black Screen. Die Hälfte ist geschafft. Aber es läuft doch gar keine Zeit davon. Ah! Ich hab's ja, immer drauf einfach. Also am Anfang fand ich es sehr cool und jetzt so. Oh. Macht doch ja, Spaß. Ist halt, die Casuals freuen sich, glaube ich. Check! Auf Platten! Ist halt ein Point-and-Click-Adventure gefühlt gerade so, ne? Ja, ist doch geil. Ja, ne, wir fahren hier über die ganze Map, sehen, Alter. Zufall-Cluster, jetzt geht's los. Weg, Jungs, ich fass es weg. Nicht. Raus aus der Lobby hier. Können wir einfach quitten, Jungs? Kann man ein Auto holen? Sorry, dass das alles orange ist, Jungs. Ja, bei mir aber auch. Hab ich jetzt gar nicht dran gedacht. Oh, das ist ja weg, war. Oh nein. Hallo. Ich fahr weiter. Oh, die Autos... Da kommt man nicht da. Schönen Akku. Der Killer. Danke. Jetzt hier auf dem Part. Als nur noch zwei. Komm. Nur noch zwei, dann haben wir's. Bam! Boah, der hat aber einen lauten Pfiff. Mach hier eine Munibox. Wie im Kino. Zerstört. Letzter. Komm. Nein! Ich hör nichts. Das ist so geil. Das ist einfach dumm. Ich höre nur noch. Das ist einfach nur dumm. Oh, Vehicle. Oh, jetzt der letzte, Jungs, der letzte. Vehicle. Der letzte. Komm, wir fahren da jetzt hin. Ja, wir haben's, oder? Haben ja? Nee, der noch nicht. Noch. Oben steht noch was. Oh, um. Dann. Ja? Eine Munibox. Letzter Angriff. Final Push, ja. Final Push, Jungs. Jetzt müssen wir das Auto vorne, das Führerhäuschen. Auto! Auto! Ich will mitfahren. Muss hier!
Bitte lasst mich mitnehmen. Erfahren. Ja, ich gehe voll rauf hier mit dem Auto. Wo ist der Zug? Boah, Drive-By. Ja. Ey, das kann nicht sein. Volles Auto. Wir waren in der Straßensperre. Wie ein Strauch denn aber? Ich glaube, Straßensperre funktioniert nicht, Akku. Da ist aber eine Straßensperre. Kann man vielleicht auf den Zug drauf? Wir haben es gleich. Man kann auf den Zug, Jungs. Ich bin auf dem Zug. Wir haben es gleich. Oh, hier ist leiser. Das ist entspannter. Das schickt aber auch, wenn man das einmal spielt, oder? Das geht in 15 Minuten. Der pfeffert ja richtig. Oh. Oh nein, mein RPG ist weg. Oh ja, jetzt. Oh, ich glaube. Okay. Ich glaube, er hat Bumm gemacht. Und jetzt? Ich habe Thomas die Lokomotive getötet. Ja! Oh, geil. Champion. Gewonnen! So einfach. Ja. Wir haben es geschafft. War das wieder easy? Und jetzt? Oh, was passiert Mann, hier? Jungs, ihr müsst euch mal ein bisschen beim Damage anstrengen, ja? Ach, guck mal, Damage war doch gut. Alle gleich. Oh, endlich! Jetzt hab ich Bock. Oh, oh mein Gott! Okay. Okay, das ist krass. Das ist wenigstens mal was Neues. Was müssen wir machen? Wir müssen zum Access Point. Wir müssen da jetzt irgendwie. Alt! Oh, Junge, du Scheiße! Es ist so geil im Vergleich zu sonst. Battlefield! Ich bin gestunt. Ich dachte, da wäre die Stun geworfen. Nicht solche Ausdrücke hier. Komm, wir schaffen es. Warum sind wir hier nicht rüber? Noch eine Stun. Oh, ey, selbst die Entwickler trollen uns. Was haben wir gemacht jetzt hier? Charm Unlock. Kleiner Hai. Cool. Ja. Was? Oh, wir sind in der Luft. Wie Fortnite. Was? Fortnite. Ja, ist geil gemacht. Mit Sound und so. Ich sag dir nur fürs Video. Oh, jetzt kommt noch ein Film. Ich fand's echt cool, jetzt was zu erleben. Doch manchmal kann man Feuer nur mit Feuer bekämpfen. Alter, Ben, ne? Das ist mein Tobias. Der wird gemetzelt. Voll gemein. Ist das gerade ein Kopf gewesen, der da runtergerollt ist? Downtown, Alter, voll. Ey, das. Ja, wenn das Downtown ist, ist es besser als jetzt. Flugzeuge. Ah, das Bild aus den Teasern. Es lädt schon mal Games Production. Boah, das kann ja nur gut werden. Er hat mich im kleinen Battlefield 5 und das war nicht so gut. Aber 100 Videos gemacht. Ich glaube, das hat man ja teilweise schon in den Teaser gesehen, oder? Eastern Front. Österreichische Front? Genau, Akku. Er hat's wieder begriffen. Ah, die kennen wir doch aus Warzone. Ja, die hat dich abgeschossen letztens, Max. Ja, du tiefst die Taucher Tobias. Oh, Warzone Flugzeug. Ich flieg nicht. Okay. Ich fahr voll. Dann nehme ich gerne, kein Problem. Oh, wenn man solche Dinger fliegen kann. Und guck mal, Akku, du da drauf. Das wäre geil. Ich hab den vollen Headshot gegeben. Es gibt keinen Applaus für Tapferkeit. Tapferkeit ist das Schwäche. Ja, voll Headshot. So, und no scope. Ja, zack, hab ich getroffen. Shut up, I wanna watch the video. Wir haben immer noch einen Random drin, ne? Ja, den hab ich gefunden. Da kommt die dicke Bertha. Ist schon ein langer Trailer, ne? Ja, juhu! Soll, ne? Scheiß. Ach, guck mal. Das sieht schon gut aus, ne? Komm, sag mir, wie wird das Gameplay? Was ist dein Gesicht aus, so? Endlich wie in einem Monat. War das Ben Affleck? Der sah so aus. Was? Das ist Robert Smith gewesen. Mensch, Akku. Jungs, jetzt okay, aber die Szene gerade hier. Ja. Geil, erstmal vorbestellen. 5. November. Am 5. November kommt's raus. Erstmal die Open Beta
Digitale Wann gibt's die? Pepesh? Also ich finde, das Event war besser als die letzten Events auf jeden Fall. Und ich habe auch noch ein paar geheime Informationen, sage ich mal, für euch. Oder einfach, was ich jetzt schon im Vorhinein an Infos bekommen habe. Und zwar wird es wieder eine neue Warzone-Map geben. Wahrscheinlich auch nicht direkt zum Release, das weiß man noch nicht so genau. Aber diese Warzone-Map wird kommen und wir bekommen dann quasi inklusive Vanguard neuen Waffen und so weiter. Auch ein Anti-Cheat, was eben dann mit Warzone ja hoffentlich gut funktioniert. Ich schaue nochmal in meine schlaue Liste. Wir haben nämlich von Treyarch zum Beispiel auch die den Zombie-Modus machen. Es wird natürlich auch einen Multiplayer-Modus geben, wie immer. Mit 20 Multiplayer-Maps einfach, die am Start schon rauskommen, wovon 16 insgesamt sogar Core-Multiplayer-Maps sind. Das finde ich schon mal sehr beeindruckend eigentlich. Auch wieder mit Fokus dann in Vanguard auf, wie sich die Waffen anfühlen, wie das Gunplay ist, wie das halt an MW auch vor allem war. Und darauf basiert ja auch Warzone. Deswegen können wir auch bei Warzone hoffentlich was Gutes erwarten. Am 5. November kommt es raus. Ich denke mal, so Anfang Dezember können wir auch mit Season 1 rechnen und ich hoffe, dass die Warzone-Map nicht allzu spät dann kommt. Und ja, ansonsten meine Gedanken dazu sind erstmal relativ positiv. Ich will mich nicht zu sehr hypen. Fand jetzt aber so den Trailer auch schon ganz schick gemacht. Da sieht man natürlich jetzt noch kein Gameplay. Da müssen wir einfach drauf warten. Aber ich habe einfach Lust, auch in Vanguard dann wieder auf die Dark Matter-Tarnung, sag ich mal, zu gehen. Und deswegen hoffe ich einfach, dass es sich wie Modern Warfare anfühlt, weil da Damaskus oder Damast spielen war halt einfach mega nice mit euch. Das sind so meine Gedanken, die ich dazu habe und ich denke mal, dass das Zweite Weltkriegs-Setting schon ganz gut ankommen wird. Eure Meinung gerne in die Kommentare, Leute, und checkt auf jeden Fall sehr gerne das letzte Video ab. Da haben wir auch wieder sehr gut gelacht, auf jeden Fall. Lasst gerne aber auf dem Kanal hier da für weitere Warzone-Videos und generell Call of Duty, vielleicht auch Battlefield in Zukunft. Habt einen schönen Tag, liebe Leute. Haut rein und bis zum nächsten Mal.